In diesem Video werde ich mir drei Produkte vom Aldi angucken. Die habe ich rein zufällig gesehen. Und zwar sind das so kleine Fläschchen mit Basilikum, Rosmarin. Da gibt es eine größere Sorte von. Ist irgendwie neu im Sortiment. Kostet die Flasche 2,29 € um den Dreh. Ja, seid mal gespannt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, wie ich schon gesagt habe, geht es um so kleine Fläschchen. So, dieses Fläschchen habe ich schon ein bisschen aufgemacht, ein bisschen probiert. Deswegen kann ich auch schon was zu sagen. Und zwar, das ist jetzt Knoblauch. Also flüssiger Knoblauch, wie man hier vielleicht gut erkennen kann. Ja. Und es ist 100% Bio. Das heißt, hier ist drin, was reingehört. So, und hier ist drin zum Beispiel gehackter Knoblauch in Essig. 37%. Branntweinessig, Wasser, Meersalz und etwas Verdickungsmittel. Das war's. Perfekt, oder? Und wie gesagt, das ist so eine Paste. Also so flüssig. Ein bisschen dicker. Ach, schmeckt aber übelst gut nach Knoblauch. Also richtig, richtig gut. Also kann man gut benutzen, so zum Dippen. Oder einfach mal aufs Brot schmieren. Aber dann ist natürlich Schicht im Schacht, weil dann stinkt man ohne Ende. So, was ich jetzt noch nicht aufgemacht habe, noch nicht ausprobiert habe, ist flüssiges Basilikum. So, frischer Geschmack mit langer Haltbarkeit. So, Zutaten, Basilikum mit Essig, 37%. So, eigentlich alles, die Zutaten ist genauso wie hier. Aber wie gesagt, Basilikum habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, riecht ein bisschen streng, ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr dick, kommt kaum aus der Flasche raus. Ja, das ist schon sehr, ein bisschen sehr breiig. Ja. Ja, da dominiert ein bisschen der Essig ein bisschen stark durch. Da ist ein bisschen zu viel Essig drin. Aber noch akzeptabel, sagen wir mal so. Ist nicht übertrieben. So, dann haben wir hier bio-flüssiges Rosmarin. So, auch hier schauen wir auf die Zutaten. Zutaten: Branntweinessig, Wasser, Rosmarin, 24% Meersalz, Verdickungsmittel. Ja. Geruch. Ja. Riecht nach Rosmarin, ja. Auch wieder sehr, sehr zäh und sehr dickflüssig. Ja. Oh, nee. Ah, nee, puh. Rosmarin ist ja eigentlich eine leckere Sache, wenn man so Rosmarin-Kartoffeln macht oder sonst irgendwas. Aber ich befürchte, wenn man das jetzt auf die Kartoffel macht, könnte die ganze Sache ein bisschen sauer werden, weil hier ist mein Geschmack zu viel Essig drin. Ja, gucken wir mal, was es noch hier so gibt. Vielleicht steht hier noch was drauf. Okay. Kann man auch für Kartoffelsuppen benutzen, für mariniertes Fleisch. Chips und Dip kann man draus machen oder als Salatdressing. Ja genau, es gibt noch die kleinen Fläschchen gibt es auch mit Chili. Ja. Und Chili hatte ich jetzt keine Lust zu, genau. Ingwer gab es auch noch. Ja, Chili, Ingwer, Rosmarin, Knoblauch, Basilikum. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr ja mal ausprobieren. Also die Knoblauch ist auf jeden Fall super geil. Basilikum, ja, ist okay. Aber Rosmarin, das ist mir zu essiglastig. Also könnt ihr mal gucken, geht's beim Aldi. Könnt ihr selber mal ausprobieren, das war jetzt meine Meinung. Falls ihr noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, Glühwein Action aktivieren, die nächsten Videos und ciao, bis zum nächsten Mal.